Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Heute machen wir den Pilz. Und zwar wieder auf Mega Brutal. Das ist damit der dritte Erreger, den wir haben. Wir haben hier praktisch genau dasselbe. Wir haben eine kleine Änderung, dazu komme ich gleich. Erstmal Bonus-DNS, Landbonus, hier die Änderung, statische Fähigkeiten und keine statischen Symptome. Übertragungsmutation und Widerstandsfähigkeit. Und dann starten wir das Ganze. Und da sind wir. Wir werden diesmal nicht China nehmen, sondern ein anderes Land. Und zwar eins, was auch ausgewogen ist vom Klima her, was arm ist und eben auch möglichst möglichst eine Insel, also eine von diesen hier. Ja, nehmen wir Madagaskar. Wir brauchen das unbedingt, weil wir später Schwierigkeiten bekommen, diese ganzen Länder zu infizieren. Deshalb, wenn wir gleich damit anfangen, haben wir so einen kleinen Vorteil. Und ihr seht, ich habe hier die ganzen Sporenausbrüche und eine Sporeneruption geholt. Damit können wir gleich von Anfang an viele, viele andere Länder infizieren. Und wir stoppen gleich mal. Androstress erreicht Grönland, das haben wir geschafft. Wir haben hier irgendwas erreicht, ja, Kolumbien. Wir haben Neuguinea, Indonesien, haben also hier unten rechts schon mal zwei Länder bekommen. Und dann schauen wir noch mal kurz, was haben wir noch. Ansonsten nichts Besonderes. Ja, wir haben auch auf allen Kontinenten jetzt irgendein Land infiziert. Also es ist sehr schwierig mit dem Pilz, weil die sehr, sehr langsam sich verbreiten können. Mit den Punkten holen wir uns Viehbestand 1. Und mit dem Rest hier Ausschlag, Schwitzen, Hautläsion und wieder Nekrose. Kennt ihr ja das Übliche. Dann lassen wir das Ganze mal ein bisschen schneller laufen. Schon 100 Infizierte. Und wir holen uns hier Schwitzen. Danach brauchen wir noch 10 weitere Punkte. Da haben wir schon mal 9. Da haben wir 10. Und wir müssen möglichst bald auch Nekrose holen, damit wir die Menschen schnell abtöten können, weil die Forschung bei Pilzen irgendwie schneller vorangeht als bei Viren und Bakterien. Und als nächstes holen wir uns hier Arzneimittelresistenz 1, genetische Verhärtung 1 und 2 und die ganzen Sachen da unten links halt. Da haben wir auch schon genetische Verhärtung 1. Und da haben wir auch schon 5 Millionen und fast komplett Madagaskar ist schon infiziert. Ja, unscheinbare Krankheit breitet sich aus, das stimmt. Und wir haben Südafrika infiziert durch Madagaskar. Und Madagaskar startet Arbeit an einem Heilmittel. So, wir haben 10 Punkte, wir hängen ein bisschen fest hier. Da kommen ein paar mehr Punkte rein. Und ich würde sagen, wir holen uns erstmal hier Vogel 1, damit sich das Ganze ein bisschen schneller verbreiten kann. Zumindest in den Kontinenten selber. Und ich sehe hier Zentralasien, Kasachstan ist ziemlich. So, da haben wir eine ganze Menge Punkte. Und wir können uns leider trotzdem noch nichts kaufen. Und da haben wir es. Genetische Verwertung 2. Wir haben Russland infiziert. Ist uns relativ egal, wir haben hier schon Grönland. So, dann schauen wir mal. Ah, ein paar mehr Länder. Sehr schön. Noch ein paar Länder. Hier in Asien geht es langsam richtig ab. Und ja, in den USA sind 1000 Leute gestorben. Sehr großer Vogelzug erwartet. Das ist ein Zeichen. Außergewöhnliche Vogelwanderung, sehr schön. Und jetzt verbreitet sich das noch sehr viel weiter, hoffentlich. Hier in China haben wir auch schon 40 Millionen. Wir haben Indonesien komplett infiziert. Guinea kommt noch, Philippinen sind noch nicht infiziert. Und wir haben Indien.
So, jetzt haben wir aber eine ganze Menge Punkte. Arznei mit Resistenz 2. Und wir holen uns hier noch ein paar Sporenausbrüche, so bis zur dritten Stufe. Und da haben wir Island. Sehr schön. Uns fehlt noch Karibik auf jeden Fall, Philippinen und Neuseeland. Also die drei, da müssen wir uns noch ein bisschen Sorgen machen. Und wir haben Neuseeland, also darüber müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Frankreich ist bei Heilmittelforschung führend, das ist ein bisschen schnell. Und wir schauen mal ganz kurz, wie viel Grönland hat, 22 gerade mal. Das ist schlecht, da holen wir uns Viehbestand 2. Außerdem Insekt 1 holen wir uns mal, Nagetier 1. Und ich würde sagen, Wasser 1. Damit wir hier die Infektion ein bisschen hochtreiben. Und ich glaube, das war noch von der Vogelwanderung, diese ganzen Länder, die neu infiziert wurden. Indien hängt so ein bisschen hinterher. Philippinen haben wir noch nicht. Und Karibik eben auch nicht. Aber in den USA haben wir schon welche. Und das waren nicht die Karibik, leider. Es sah nur so aus. Oh, Südamerika ist schon ziemlich infiziert. Und jetzt wird es Zeit, tödlich zu werden mit der Nekrose hier. Und da kriegen wir gerade Kanada. 24 Punkte, was kann man damit machen? Noch ein paar mehr Länder infizieren. Auch wenn nicht mehr viel übrig sind. Und wir haben Karibik. Spanien, Nahe Osten, Philippinen. Oh, die Philippinen fehlen immer noch. Das ist nicht so toll. Ich hätte gerne die Philippinen. Kriege ich aber nicht. Spanien und Philippinen bleiben noch. Kommt schon, letzte Chance. Und ja, da haben wir es. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Grönland 41 Infizierte. Wir haben hier schon was etwas Tödliches. Dann holen wir uns hier das Gegenteil. Auf der anderen Seite kennt ihr ja. Etwas später halt, weil wir erstmal tödlich werden müssen. Und dann hier noch ein bisschen husten und so. Wir müssen halt eben dafür sorgen, dass sie sich vor allem hier in Grönland gut infizieren, weil es sehr kalt ist, sehr schwer infiziert wird. Machen wir das mal und das, keine Ahnung. Wir müssen die Heilmittelforschung auf jeden Fall niedrig halten. Und die Sachen hier kosten extrem viel, Wahnsinn. 46 Punkte. Nehmen wir uns lieber das. Andro Stress tötet rasant, ja. Wir haben schon einen gewissen Anteil hier geschafft. Nicht besonders viel, aber auch nicht gerade wenig. Indien beginnt zu verfallen, okay. So, Grönland haben wir nicht viele, es sinkt sogar. Dann holen wir uns hier noch Kälteresistenz, am besten beides. Und ja, da geht die Zahl wieder hoch, das ist sehr schön. Hier in Island, ja, sieht auch so aus. Heilmittel bei 75%, das ist schlecht. Das müssen wir verhindern. 32 können wir nicht. Hören wir uns das mal, keine Ahnung. Hat ein bisschen geholfen, kaum. Und wir haben fast die gesamte Weltbevölkerung infiziert. Sollte nicht mehr fehlen. Ja, die gesamte Menschheit infiziert. Dann holen wir uns das wieder und das wieder. So ein paar Punkte. Das da noch und das da. Und dann holen wir uns hier Genumbildung 3. Brauchen wir einfach ganz dringend, damit das ein bisschen einfacher wird, die Menschen hier umzubringen. Und wir haben es fast geschafft. Jetzt müssen wir nur noch genug Punkte zu bekommen, um vielleicht noch Wahnsinn zu bekommen. Jedenfalls haben wir schon einen sehr großen Teil der Weltbevölkerung abgetötet. 3/4 haben wir schon geschafft. Und Anfälle, nee, 11 Punkte kostet das. So ein bisschen Risiko. Ich würde gern Wahnsinn holen. Oh, eigentlich können wir hier Kälteresistenz wegmachen. Brauchen wir ja nicht mehr. Ja. Und hier haben wir noch 27. Das heißt, ein Punkt fehlt noch. Es wird echt knapp hier. Heilmittelforschung ist bei 75%. Komm schon, wir brauchen noch einen Punkt. Können wir den irgendwo herholen? Nein. Nein, können wir nicht. Da haben wir es, 27, oh, sehr schön. Wahnsinn. Wieder zurück auf 90, okay. Puh, ich glaube, wir können aufatmen. So ein bisschen. Da haben wir nur noch
ein paar wenige Millionen. 250 Millionen. 200 Millionen. Okay, ich glaube, wir haben es so gut wie geschafft. Da hin und wieder mal ein paar Punkte noch. Okay, 100 Millionen. 92% Heilmittelforschung. Wann geht Frankreich endlich drauf? Ah, das sind noch 2 Millionen. Welches Land forscht denn jetzt gerade am meisten? Balkanstaaten, okay. Balkan, keine Ahnung, wo sie sind. Hier irgendwo? Nein, 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 keine Ahnung. Von mir aus können sie forschen. Wir haben 15 Millionen meinte ich. Heilmittelforschung bei 94%, wir haben es so gut wie geschafft. Und können wir hier noch irgendwas machen? Nein, sieht nicht danach aus, wir könnten Kälteresistenz holen, aber es macht wenig Sinn. Da haben wir nur noch 7 Millionen. Wir haben es praktisch schon geschafft. Und da noch ein paar Punkte. Ja, bringt jetzt nicht wirklich was. Überempfindlichkeitssymptom mutiert. 4 Millionen noch. Nee, wir können wirklich nichts mehr holen. Jetzt haben wir noch 3 Millionen. Ich suche immer wieder nach etwas Tödlichem, aber ist alles einfach zu teuer. 2,5 Millionen. Und ja, ich kann jetzt schon sagen, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben eindeutig gewonnen. Ja, holen wir uns jetzt hier Anfälle, dann wird es ein bisschen schwerer, sterben die vielleicht ein bisschen schneller. So, 1,5 Millionen. Und wir haben schon ein paar Jahre hinter uns. Ich glaube, 2 Jahre jetzt. Ja, ich glaube, 2 Jahre. Und wir haben weniger als 1 Million. Andro Stress wird Menschheit vernichten. Ja, so sieht's aus. Wir haben 500.000. Und wo leben die? Da zum Beispiel Peru. Keine Ahnung, wo könnten die noch leben? Find kein Land. Egal. 200.000 noch. Haben wir 150.000. 100.000. Und jetzt wird es langsamer, 50.000 noch, 40, 30 und 20.000. Jetzt fehlt nicht mehr viel, Heilmittelforschung ist wieder auf 95% gegangen, 10.000 noch, 5.000 und knapp 1.000 jetzt und dann haben wir es geschafft. Puh, gewonnen. Ich muss sagen, das ist mein dritter Versuch hier. Wir haben gewonnen. Weltverlauf sieht so aus. Ziemlich gut, da ist dieser eine Huckel drin, aber ansonsten ging es steil bergauf. Das ist sehr schön. Heilungsverlauf, ja, das ist ziemlich dicht schon dran gewesen. Wir haben da fast verloren. 879 Tage. Ah, das waren fast 3 Jahre sogar. Und da haben wir es. DNS-Sequenz komplex, mega brutal, Pilz, 879 Tage, 95% Heilmittelfortschritt und 15.680 Punkte, 3 Sterne. Ja, nicht das Beste unbedingt, Pilz ist generell ein bisschen schwierig. Dann verlassen wir das Ganze mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann könnt ihr mal ein Like da lassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.